Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Hashtag GTA-Experiment. Und ja, im heutigen GTA-Experiment will ich einfach mal die umstrittenen Geheimnisse der Motorräder lüften, denn daher gibt es auch heute die Antwort auf die Frage, wird man schneller, wenn man sich nach vorne lehnt, beziehungsweise Wheelies macht oder sonstiges? Ja, bevor ich damit aber anfange, fände ich es wie immer richtig cool von dir, wenn du dieses Video auf jeden Fall mit deinen Freunden teilen könntest. Ja, Snapchat und Instagram habe ich ja auch beides und besonders auf Snapchat bin ich wirklich jeden Tag richtig krass aktiv. Ja, wenn du das also sowieso noch nicht tust, wäre es natürlich auch richtig nice von dir, wenn du mir da folgen würdest. Ich edit zumindest auch auf Snapchat jeden zurück. Ja, und den Namen zu den Social Media seht ihr auch gerade hier auf dem Bildschirm. Naja, bevor ich jetzt aber doch mehr Zeit verlieren würde, würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen. Also, wie bereits gesagt, heute will ich einfach mal die umstrittene Frage klären, was einem auf einem Motorrad wirklich schneller macht. Denn ihr wisst ja alle, man kann zum Beispiel Wheelies machen oder man kann sich auch nach vorne legen während der Fahrt und mit diesen Methoden soll man wohl schneller werden. So richtig weiß es aber keiner, was da wirklich wie stark hilft und deswegen kläre ich das wie gesagt heute mal. Also als Testobjekt habe ich übrigens mal die Hakuchu genommen und die Sanchez, also einmal ein Performance Beast und dann noch ein Offroad Beast. Und angefangen haben wir jetzt einfach mal mit der Hakuchu. Ja, und wie in jedem meiner Tests ist das rote Motorrad wieder das Wichtigste, denn bei dem roten Motorrad lehne ich mich dann nach vorne oder mache halt ein Wheelie oder sonst was. Das grüne Motorrad fährt nämlich einfach nur geradeaus. Wichtig ist auch noch zu erzählen, dass beide Motorräder nicht getuned sind, also bis auf die Lackierung wurde wirklich nichts geändert. Also wollten wir als erstes mal ausprobieren, ob man denn wirklich schneller wird, wenn man sich auf dem Motorrad während der Fahrt nach vorne lehnt. Freunde, was passiert ist, ihr nicht glauben werdet. Zum Flughafen gefahren, Cookie auf Motorrad gesetzt und gestaunt. Nee, Spaß, wir sind hier natürlich nicht bei Slivki Show. Wir sind hier natürlich bei Slack. Ich habe einfach nur versucht, lustig zu sein. Okay, nachdem dann auch die obligatorische Granate explodiert ist, sind wir dann auch beide gleichzeitig losgefahren. Relativ schnell fiel uns dann auf, dass es schon einen kleinen Unterschied gibt. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt zwar gleich, jedoch beschleunigt man während dem geringeren Luftwiderstand natürlich schneller und hat so einen Vorsprung von rund 5 bis 7. Metern. Bei diesem Test lohnt es sich also, sich auf dem Motorrad nach vorne zu ducken, weil man dann am Ende gute 5 bis 7 Meter Vorsprung hat. Im zweiten Test haben wir dann das Ganze wiederholt, jedoch habe ich jetzt mich nicht nach vorne gelehnt, sondern ein Wheelie gezogen. Hier war der Unterschied jedoch bemerkenswert groß, denn im Gegensatz zum Test vorher, wo wir nur einen kleinen Unterschied von 5 bis 7 Metern hatten, hatten wir jetzt einen größeren Vorsprung von 10 bis 15 Metern. Als letztes habe ich dann einen Wheelie gezogen, den habe ich dann aber wieder nach einer Sekunde abgebrochen und mich dann nach vorne gelehnt. Dann habe ich mich für eine Sekunde nach vorne gelehnt und dann habe ich wieder für eine Sekunde ein Wheelie gemacht und dann halt wieder nach vorne gelehnt. Also sozusagen eine Mischung aus den beiden Tests von vorher. Diese Methode benutzen auch wirklich sehr viele Spieler mit der Begründung, dass man damit wirklich die ultimative Beschleunigung hat. In der Theorie macht das Ganze natürlich auch Sinn, weil wenn wir dann den Wheelie machen und den dann wieder nach vorne hauen, also dann wieder mit beiden Reifen auf der Straße sind, haben wir natürlich eine Menge Schwung, die sich dann eigentlich zumindest in der Theorie aufs Motorrad übertragen sollte und man damit dann wirklich einen großen Boost bekommen würde. Zu meiner Überraschung jedoch war zwar ein Unterschied zu beobachten, allerdings war dieser nicht wesentlich größer als beim Wheelie. Ja, wie gesagt, wir haben zwar natürlich Schwung gewonnen, als wir den Wheelie abgebrochen haben, der hat sich aber nicht wirklich bemerkt gemacht. Ja, und das war's dann jetzt auch schon für die Hakuchu mit dem Test. Aber Leute, wir haben ja noch ein anderes Motorrad und festhalten können wir bis jetzt erstmal, dass man die beste Beschleunigung erzielen kann, wenn man einen Wheelie fährt. Die Taktik, nach jedem Wheelie sich nach vorne zu lehnen, ergibt zwar in der Theorie Sinn, jedoch lässt sich die Theorie nicht in GTA 5 umsetzen. Wir haben damit zwar eine schnellere Beschleunigung, aber andererseits ist diese Methode auch ziemlich gefährlich, weil bei einem normalen Wheelie kann man einfach den Wheelie abbrechen und dann eine Kurve fahren, aber das ist dann mit der anderen Methode dann halt nicht so leicht machbar. Ich würde euch also bei der Hakuchu auf jeden Fall den Wheelie ans Herz legen, denn ihr habt es ja selber gesehen, man hat schon einen betrachtlichen Vorsprung. Aber ich wollte es halt genau wissen und so habe ich den Test dann nochmal wiederholt, diesmal aber mit dem Offroad-Bike der Sanchez. Also wieder alles vorbereitet und als erstes mal wieder die Granate geworfen. Nachdem wir dann losfuhren und ich mich dann hingelegt habe, fiel allerdings auf, dass sich gar kein Unterschied sichtbar machte, denn erst gegen Ende kam man etwas aus dem Quark, um so dann am Ende circa 8 Meter Vorsprung zu haben. Es fällt allerdings sofort auf, dass man sich einfach so gut wie gar nicht auf der Sanchez nach vorne lehnen kann. Denselben Test haben wir dann wieder wiederholt und jetzt habe ich aber einen Wheelie gezogen. Auch hier hat die Sanchez mit dem Wheelie einen enormen Vorsprung. Also dieser Vorsprung, der ist wirklich richtig brutal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das im Gameplay wirklich so extrem sehen kann, wie groß der Vorsprung denn in Wirklichkeit auch war. Ja, wenn man dann zu guter
zuletzt wieder die Methode anwendet, dass man einfach einen Wheelie fährt und den dann wieder abbricht und dann wieder einen Wheelie fährt und den dann wieder abbricht und so weiter und so fort, hat man zwar auch einen Vorsprung, der ist aber nicht so riesig wie bei einem normalen Wheelie. Also man kann bei der Sanchez auf jeden Fall sagen, der normale Wheelie katapultiert einen wirklich nach vorne. Ihr habt es ja auch im Gameplay gesehen, es war einfach ein gigantischer Unterschied zu sehen. Also alles in allem kann man sagen, dass man aus den meisten Motorrädern das meiste rausholen kann, wenn man einfach einen Wheelie fährt die ganze Zeit. Wie man einen Wheelie fährt, ist eigentlich auch relativ leicht erklärt. Man muss ja einfach nur den linken Stick nach hinten ziehen, wenn ihr das noch nicht wusstet. Wenn man sich nur nach vorne legt, hat man zwar auch eine bessere Beschleunigung, aber diese verschafft einem wirklich nur so 2, 3, 4, 5 Meter Vorsprung. Wenn ihr also wirklich am schnellsten sein wollt, macht einfach einen Wheelie, doch bedingt die Höchstgeschwindigkeit, die bleibt immer gleich. Ihr habt dadurch nur eine bessere Beschleunigung. Naja, das war's jetzt aber auch schon wieder mit dem Video. Hat dir das Video gefallen, dann zeigt mir es doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solcher Videos und bis wir uns jetzt als Wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.